Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder du? Ja, wir sind ja immer noch auf der Suche nach unseren Hinweis oder nach dem Haus von dem Zaunkönig. Wir haben gesagt in der letzten Folge, wir wollen mal die Sachen hier abgrasen, ne? Bin Gulbain, da waren wir glaube ich schon. Hatten wir nicht hier zwei Sachen gesagt, wo wir noch hin wollten? Ach, wir wollten erstmal. Das scheint aber wieder unten zu sein. Weil wir gerade hier oben sind. Die schnelle Reise. Genau, die wollen wir freischalten. So. Ich weiß, das Steinmännchen könnten wir machen, aber ich lasse mal außen vor. Weil ich mir denke, das würde wieder eh nichts jetzt werden mit uns. Bevor ich kostbare Zeit oder eure kostbare Zeit damit verplemper, dass wir hier ja versuchen, das Steinmännchen zu bauen, lasse ich es lieber. Mich ärgert es trotzdem, dass wir das Haus von einem Zaunkönig nicht finden. Ich habe mir auch schon überlegt, wenn wir es in der Folge nicht finden sollten, dass wir denn. Oh, hier ist zu viel. Dass wir uns mal um die andere Quest kümmern. Wo da. Von unserer Händlerin. Wo sie sagte, hier, der und der ist da gekommen. Weil ich komme hier auf den Namen. Da oben, ne? So. Ja, sind wir auch gleich da. Hoch. Hoch. Aha, den haben wir noch gar nicht entdeckt. So. Irgendwo ist hier der Aussichtspunkt. Hier. Ha, vielleicht kriegen wir da nicht wieder mal raus. Aber ist unter uns so viel Eisen? Unterhalb. Hier unten ist noch irgendwas. Markieren wir uns mal. Ach, da war die Feste, wo wir losgehen. Tiger sind mit der anderen, ne? So. Moment. Aber auch teilweise ganz schön. Ja, so einfach hinlaufen ist nicht, ne? Teilweise so. Und? Ach Gott. Wir brauchen ja viel Eisenerz. Oh.
Das fünfte Leben. Freischiff spielen, Freischiff schalten. Aber ich bin echt von euch beeindruckt, dass ihr noch zuschaut, auch wenn es nicht mehr actionreich ist und teilweise viel umhergelaufen. Ich meine, das ist der Nachteil bei einer Open World, ne? Nee, Steinmännchen, warte mal. Haben wir. Nee, da unten. Doch, runter, ne? Ja. Das ist nur die Frage. Komm da irgendwie einfach so runter. Haben zwar einen großen Mantel, aber kein Fallschirm. So. Tosender Wasserfall. Hat da auch nicht irgendeiner was gesagt vom Wasserfall? Da ist ein Schlüssel. Vielleicht. Okay. Ein Schlüssel von Bin Houdin. So, da unten hat er noch was. Okay. Ja, da unten. Na komm. Gut. Und dann war hier noch mal zwei Sachen, ne? Das lokalisieren wir. Nee, da ist das Ding. Wo ist denn unsere Markierung? Mit der? Ah, hier, okay. Hier Stoff. Gut. Ja, toll. Aber das war's auch schon wieder hier. Genau, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Am Wasserfall. Irgendein Hinweis war doch auf dem Wasserfall gewesen, ne? Ich will mal gucken, können wir schon Lebensmittel aufbauen? Nee. 900, wie viel haben wir? 800. Oh, fast. Okay. Sühne, leite mich. Da waren wir auf dem Ding waren wir schon. Da. Da wollen wir jetzt hin.
Bam, bam, bam. Man kann sein. Opal? Okay. Ist aber nicht der Schatz, ne? In seinem Hause soll es sein. Na ja, gut. So. Na, der runter hier. Komm. Na komm, weiter, weiter, weiter. Wir haben noch keine Zeit, Fräulein. Hier ist nichts groß mit Suchen. So. Wir können unten lang laufen. Man weiß ja nie, was hier so alles passiert. Ja. Ich hab schon Hallos. Ich sehe da Häuser, wo gar keine sind. Naja, gut. Irgendwo lachen noch ein Opal, aber wo? Dann gehen wir mal hier runter, wa? Aua. Was ist das für eine Schlucht hier? Hä? Was ist das hier? Ach, nur so. Ein kleiner Rinnsal. Okay. Wo ist unser Ziel? Hä? Wo ist das? Unsere Markierung, bitte. Die ist da noch tiefer. Oh, ja, ja. Moment. Ach da, okay. Da kommen wir noch kaputt, oder? Und der da unter ist, genau. So. Cool. Jetzt das Reinsteigen ist wieder tricky, ne? Oder? Gut. Aha. What's the plan? Na, was hast du? Ein Segel haben wir jetzt. Cool. Ja, nun, geh weiter. So. Warte mal, Truhe. Und was gab's noch? Da war Opal. Waffenrune. Ach ja, schön. Na dann schauen wir mal, was ist das für eine Waffenrune? Wo ist sie?
Blocken? Blocken, okay. So. Hier ist aber nichts weiter. Schade. Was ist das Goldene? Entweder stell mich zu doof an, um da ihn zu finden. Das Haus zu finden. Keine Ahnung. Oh Mann. Ist ja, das mal versuchen wir nochmal in dieser Folge, ne? Da hinten? Wie weit? 104? Da brauchen wir nicht. Oh, was ist hier? Ein tobender Wind sucht die Küste heim, so toll wie eine Winterböe. Sprich nicht mit ihm. Ihn verlangt es nach einem gewissen Tod, seinem eigenen. Ja, er will, dass ihr ihn tötet, aber um diesen Privileg kämpft er mit euch. Das Wahnsinn, haltet euch also von Cain Turan Patrick fern. Das war, glaube ich, auch schon den, den wir getötet haben, ne? Oder? Manchmal kann sich der Täterteil alles nicht merken. Alles. Alles gut. Hier ist schon wieder so komische Zeichen. Ist das der Berserker? Nichts machen am Zeichen. Ne? Nö. Ja, kann sie untersuchen? Auch nicht. Ach, Mann, oh. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass wir hier nicht vorwärts kommen. Isadara. Es soll im Norden von Kanchata sein, ne? Hat sie gesagt. N. Ne. Ulet ist schon wieder Ulet. Kanchata. Hier waren wir auch schon mal. Irgendwann haben wir das geholt. Ist doch wohl kein Bug, oder? Was ist das da unten? Da kommen wir so auch nicht so einfach hin, ne? Das ist doof, das ist doof, das ist doof. Kann aber auch sein, dass hier ist, ne? Gut, wir werden jetzt einmal hinschippen. Unser Schiff liegt ja hier vorne, ne? Ja. Oder ist hier irgendwie ein Dorf in der Hütte? Warte mal, da ist doch was. Kann das sein, dass hier ist? Echt? Meine Nachforschungen liegen nahe, dass der Zaunkönig sich manchmal mit einem Anführer der Danaen auf einer kleinen Insel in Loch Tachet trifft. Vor zwei Nächten versteckte ich mich bei einem Ritualstein im Schatten, um sie zu überwischen.
eine dunkle Gestalt erschien, dann eine zweite, der Zaunkönig. Sie hörten mich und ich floh. Ich weiß nicht, wenn ich wenig sah, doch sicher ist mein Leben in Gefahr. Ah, Hinweis. Ah, hier war der Hinweis. Wurde auch nicht angezeigt, ne? Du musst das echt selber suchen. Okay. So. Finde dein Ziel über das Menü. Kinder der... Dalu. So. Nochmal gucken. So. Das war jetzt ein neuer Hinweis. So. Untersuche Ritualstadt auf einer kleinen Insel. Loch Techert. Loch Techert, das haben wir doch schon gemacht, ne? Kleine Insel auf Loch Techert. Das war da, wo wir rübergeschwommen sind, ne? Ja. Betrick, Loch Techert. Kleine Insel. Kleine Insel. Westliche Höhe. Aha, aha. Havanna. Okay. So, bei Loch Techert. Andun. Ach, da war die Insel, ne? Ja. Loch, 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 Loch. Hö. Hier ist keine Beschreibung. War das hier? Ich weiß es nicht. So. Ist ja die Frage, ist das jetzt freigeschaltet? Oder dem müssen wir hier noch. Warte mal. So, warte mal. Der Danan auf einer kleinen Insel Loch Terre. Eine kleine Insel Loch Techert. Ach nee, hier oben, hier. Da nicht, da war ja der Berserker. Mit dem, ich weiß nicht, da reisen wir jetzt mal hin. Da fahren wir doch mal mit unserem Schiff. So. Ist gerade ein bisschen, ja, sorry Leute. Ich glaube, deswegen hat auch ein Jahr Pause gemacht. Weil das so. Genau, genau. Abfahrt. So. Ona der Hässliche war ein ausgezeichneter Seemann, der ein Langschiff ganz allein führen konnte. Deswegen behielt König Sigvaldi ihn bei sich. Ansonsten war Ona ein grausamer, ängstlicher und freudloser Mann. Kaum jemanden mochte ich in meinem Leben bisher so wenig wie ihn. In einem Jahr hatten wir einige Karle der Ynglinge bei uns für ein Festmahl. Als es Zeit für Ale war, stellten wir fest, dass wir keines mehr hatten. Wie die Fügung es wollte, war das Ale gerade alle, als Onas Horn an der Reihe gewesen wäre. Ein Wortsturm brach aus ihm hervor und er bezichtigte Sigvaldi des Verrats. Das gesamte Langhaus lachte Ona dafür aus, dass er sich so aufregte.
Das machte ihn noch wütender und er stürmte hinaus. Kurze Zeit später hörten wir ihn durch die Tür der Halle rufen. Ich stelle diesen Schandpfahl zu Unehre. Dort, das sind sie alle. Erzähl nachher weiter. Entschuldigung. Jetzt machen wir die noch. Der kalte Besoch. Ich muss im Nebel vorsichtig sein. Ja, komm, mach deine Mütze auf. Vielleicht ist er jetzt der Runenstein hier aktiv. Ich weiß es nicht. Dreh dich um. Der Maxosort! Hey! Gott. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt das Rätsel gelöst. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. War hier irgendein Runenstein? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hallo. So. Ein Hinweis. Och Mann. Echt jetzt? Stell ich mich echt so doof an? Bitte keine Kommentare darüber. Und wo sie den Ritualstein auf einer kleinen Insel in Loch Tachet. Na, Radkorchan. Radkorchan, haben wir da irgend so was? Radkorchan? Warte mal, nee. Okay, ist noch nicht aufgedeckt. Kloster. Wird die Klippe. So, was ist hier? Was hatten wir uns markiert? Das Ding? Warum haben wir das markiert eigentlich? Ach so, das war noch der andere. Westliche Höhen. Das ist gerade mal echt doof. Wir können ja auch mal hier irgendwie einen Wegpunkt setzen. Ha, ja. Wir sind jetzt da. Können wir rumsegeln? OLED. Wa,
Warte, ich setze mir einen Wegpunkt. Dann reisen wir hier hin und dann mit dem Schiff darüber, ne? Och ja. Aber ich sag jetzt schon mal danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wir werden hier mal zum Ende kommen. Auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist, ne? Ja. Den kann ich verstehen, wenn ihr sagt, nö, da gibt es kein Like für, aber würde mich freuen. Hey! Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann reisen wir mal hin. Abfahrt! Was ist da hinten? Warum ist der da hinten? Moment, warum? Hilf mir, sei meine Augen. Das ist doch. Moment, bevor wir aufhören. Auch noch mal okay, jetzt zeigt ja hier rüber, hier über irgendwie Feldzug oder Raubzug. Okay, aber wir haben gesagt, wir fahren jetzt zu unserer Wegmarkierung in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, was passiert. Uhuhuhu. Also, dann bis zum nächsten Mal, euer Terra. Ciao.